Guten Tag, wieder einmal herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Andersdenken. Diesmal möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das eventuell für unsere Gegenwart und Zukunft lebens- oder überlebensnotwendig ist. Das Buch heißt Was will Putin? Wie durch Desinformation ein großer Konflikt in Europa provoziert werden soll. Ich hatte letztes Mal schon mich eines Themas angenommen, die Klimahysterie. Und ich weiß, dass ich mich damit in die Nesseln setzen kann. Das Gleiche könnte mit diesem Buch sein. Aber wir kommen nicht darum, uns damit näher zu beschäftigen. Es kann nämlich um unsere gesamte Zukunft gehen. Es kann sogar um eine Zerstörung Europas gehen. Und ich möchte im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise mal auf Folgendes nur hinweisen. Ich weiß nicht, ob Sie noch daran erinnern. Im Mai 2014 kam es im Donetsk-Becken, im äußeren Teil in Odessa genauer gesagt, kam zu pro-russischen und pro-ukrainischen Demonstrationen. Die pro-russischen Demonstranten flüchteten in das Gewerkschaftshaus und das wurde dann angezündet. 30 Russen verbrannten, 12 sprangen aus den Fenstern und wurden abgeschlachtet. In der Presse wurde es etwas harmloser dargestellt, so als wären sie freiwillig rausgesprungen. Gehen Sie mal bei Wikipedia rein, dann wissen Sie, was ich meine. Und wenn das umgekehrt die Russen gemacht hätten, wäre hier ein großes Geschrei entstanden. Dass die Russen danach, und es leben ja sehr viele Russen im Donetsk-Becken, das war ihre Heimat, die waren dort geboren, auch wenn sie russischen Ursprungs waren, dass die damit zur Waffe griffen, das kann doch eigentlich jeder verstehen, weil sie zu Recht Angst hatten, aus der Heimat vertrieben oder sogar massakriert zu werden. Nur wir haben es ein bisschen anders in der Presse dargestellt. Und wir werden uns jetzt mal den verschiedenen Darstellungsformen zuwenden. Oder sollte man auch besser an den verlogenen Darstellungsformen, teilweise verlogenen, zuwenden. Putins 2001, die Rede vor dem Deutschen Bundestag. Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen sowie der Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen wird. Er hat da viel Applaus bekommen, allerdings nicht von Joschka Fischer und auch nicht von Otto Schily, ja, das sind so ein paar merkwürdige Gestalten. Lassen wir es mal. Dann hat Putin 2007 Brandrede in München. Am 10. Februar 2007 hielt München auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Art Donner- und Brandrede, in der er seine Unzufriedenheit über zwischenmenschliche Entwicklung der Beziehung zum Westen und insbesondere über die Politik der USA zum Ausdruck brachte. Jetzt geht's los. Ich bin der Auffassung, dass das unipolare Modell in Klammern der USA-dominierten Weltordnung nicht nur inakzeptabel, sondern in der heutigen Welt auch unmöglich ist. Und zwar nicht nur deshalb, weil für die Führung einer Einzelmacht in der heutigen Welt weder die militärischen noch die politischen und ökonomischen Ressourcen ausreichen würden. Noch wichtiger ist, dass das Modell selbst verfehlt ist, weil ihm keine moralischen Fundamente für die moderne Situation zugrunde liegen. Das denke ich auch, denn dass Amerika immer noch verzweifelt versucht, Weltherrscher zu sein, ist geradezu lächerlich. Schauen Sie mal rüber nach China, die werden bald stärker sein, militärisch, wirtschaftlich sowieso. Geht's mal weiter. Wir kommen noch auf ein ganz schwieriges Gebiet, das für uns bedrohlich wird. Nur ich muss ja erstmal vorher erzählen, die ganzen Vorspann, wie etwas entstanden ist, wie wir etwas sehen müssen. Und dann kommt erst das Gefährliche. Im August 2008 kam es dann in Georgien zu einem begrenzten militärischen Konflikt zwischen Georgien und Russland, bei dem Putin in unseren Medien umgehend als Hauptschuldiger auf die Anklagebank wanderte. Ein Jahr später allerdings stellte eine Untersuchungskommission der EU fest, dass es der georgische Präsident Michail Saakaschwili war, der den entscheidenden Befehl für die militärische Eskalation in der Nacht des 7. August 2008 gab. Doch als der EU-Bericht veröffentlicht wurde, hatte sich das negative Bild Putins längst in vielen Köpfen festgesetzt. Und dazu ist ein Bild vom Spiegel, die Spiegelausgabe, auf dem Spiegel, oberen Titel, der gefährliche Nachbar, ein Bild von Putin, darunter Panzer.
Wladimir Putin und die Ohnmacht des Westens. Da merkt man eigentlich schon, da wird etwas dargestellt, später wurde es aber nicht mehr korrigiert. In unseren Köpfen wurde festgesetzt, Putin gefährlich, Putin unberechenbar. Und das ist eigentlich schon Kriegshetze oder die Vorbedingung für einen gelungenen Krieg oder für einen misslungenen Krieg wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Wir gehen weiter. Jetzt kommt etwas. So rügt im Juni 2014 sogar der ARD-Programmbeirat die öffentlich-staatliche Berichterstattung über die Ukraine-Krise als tendenziös, mangelhaft und einseitig und warf der Berichterstattung antirussische Tendenzen vor. Das Bild von Putin als einem Politiker, dem nicht zu trauen ist, hat sich im Westen dennoch weiter verfestigt. Der Programmbeirat, wo auch Politiker fest drin sitzen, hat also mal eine ganz klare Kritik geäußert. Das heißt, wir werden eigentlich von den Medien im ARD verarscht. Wir kriegen nicht die Wahrheit zu sagen, zu hören. Jetzt geht es langsam rein in die Gefährlichkeit dessen, deren wir ausgesetzt sind, ohne es zu merken. Der ABM-Vertrag ist ein Rüstungskontrollvertrag, den die USA und Russland im Jahre 1972 abgeschlossen haben. ABM steht für Anti-Ballistic Missiles. Damit sind Abfangraketen gemeint, mit denen man gegnerische Atomraketen abschießen kann. Die Idee des Vertrages war es, einen Atomkrieg zwischen NATO und Warschauer Pakt dadurch zu verhindern, dass man die Verwundbarkeit beider Systeme aufrechterhält, indem man die Entwicklung von Raketenabwehrsystemen verbietet. Die Überzeugung war seinerzeit, dass kein Land einen Atomkrieg beginnen würde, wenn es sich nicht gegen den sofort erfolgenden atomaren Gegenschlag des Gegners schützen kann. Nach der Kündigung des ABM-Vertrages von der USA haben die USA ihre Bemühungen forciert, genau ein solches Raketenabwehrsystem zu entwickeln, was nun das atomare Gleichgewicht auszuhebeln droht und so die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges erhöht. Das heißt, wenn die Amerikaner nach Russland Atomraketen reinschicken können und die Russen keine Gegenraketen dafür haben und umgekehrt die Russen aber nicht Amerika bedrohen können, dann fühlt sich Amerika überlegen. Aber das könnte auch für Russland den atomaren Gegenschlag nach Europa bedeuten. Denn so schnell kriegen die nicht alle Raketen abgeschossen. Europa wäre zerstört. Und wir machen dieses dumme Spiel auch noch mit. Oder unsere Politiker. Es geht weiter. Michael Gorbatschow warnt vor dem Dritten Weltkrieg. Anlässlich einer Preisverleihung in München am 10. Dezember 2011 kritisierte Gorbatschow die westliche Politik gegenüber Russland am Beispiel des geplanten US-Abwehrraketensystems auf die Russland, so Gorbatschow nun reagieren müsse. In seiner Rede im Kaisersaal der Münchner Residenz vor etwa 400 Gästen, darunter Politikern aus Bayern und dem Bund, sagte der Lieblingsrusse der Deutschen. Und im Ergebnis, in Reaktion auf das USA-Raketenabwehrprojekt, hat die russische Regierung gesagt, wir stationieren Verteidigungswaffen da und da und wir sind bereit, Waffen einzusetzen, die unsere Sicherheit gewährleisten. Und was bedeutet das? Dritter Weltkrieg. Das bedeutet den Dritten Weltkrieg. Und wenn Russland und die USA sich wieder in die Wolle kriegen, ist das der Dritte Weltkrieg. Das wird sie nicht auf einen lokalen Krieg beschränken. Und dazu noch ein paar allgemeine Erklärungen. Wenn es aber zwischen Russland und dem Westen in Wahrheit einen Konflikt über jeweils unverhandelbare Werte gibt und die eine Seite die Werte der anderen Seite nicht wahrnimmt, nicht erkennt und respektiert, ist eine entscheidende massenpsychologische Voraussetzung für einen nachfolgenden Krieg erfüllt. Unsere hartnäckige Verständnisverweigerung über Putin und den Russen könnte somit bereits ein Tänzchen mit dem Kriege sein. Sehe ich auch so. So wurde damals in Deutschland eingeheizt, der Erste Weltkrieg. Die Deutschen wurden heiß gemacht darauf, wir werden ohnehin siegen. Aber die Engländer und die Franzosen ganz genauso. Das ist immer die Voraussetzung dafür, dass es dann losgeht. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Am 28. April 2015 war Helmut Schmidt alleiniger Interviewgast in der bekannten ARD-Talkshow Menschen bei Maischberger. Etwas über eine Stunde antwortete er dort auf die Fragen der Moderatorin Sandra Maischberger. Knapp ein Drittel der Sendung befasste sich mit der Ukraine-Krise,
der neuen Eiszeit zwischen Russland und dem Westen und natürlich auch mit Wladimir Putin. Dabei warb Helmut Schmidt immer wieder für Verständnis für Russland und deutete sogar mehrfach an, dass die USA in der aktuellen Weltlage mindestens so gefährlich sein könnten wie Russland. Mindestens so gefährlich wie Russland. Sandra Maischberger jedoch fragte befremdlicherweise nie nach, wenn Schmidt auf die potenzielle Gefährlichkeit der USA hinwies, sondern überging Schmidts Fingerzeige jedes Mal und versuchte stattdessen wieder und wieder ein negatives Bild von Wladimir Putin ins Zentrum des Gesprächs zu rücken. Wir sehen also, wie auch da immer wieder versucht wird, uns ein Bild aufzudoktrinieren, das mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun hat. Und dass vernünftige Politiker und Erfahrene, wie unser ehemaliger Bundeskanzler Schmidt, immer wieder in seiner Meinung zurückgedrängt wird. Noch etwas in dem gleichen Interview. Schmidt, Doppelpunkt. Das Vertrauen beruht auf mindestens zwei Polen, sollte selbstverständlich sein. Und das Vertrauen ist zerstört worden durch die idiotischen Angebote und Absichten, die dahinter stecken seitens der Europäischen Union. Der Versuch der Europäischen Union, sich auszudehnen auf die Ukraine, gleichzeitig auf Georgien, am liebsten noch auf Armenien, alles das ist ein ziemlicher Blödsinn. Das ist geopolitische Kinderei. Da fängt der Unfug an, lange vor der heutigen Krise. Die muss man im Licht dieser Geschichte sehen. Kommentar dazu. Das ist eine massive Kritik an der europäischen Ukraine-Politik. Ein Versagen der Europäer, im konkreten Fall der Ukraine, aber auch eine allgemeine Unfähigkeit der Europäer, sich gegenüber den geostrategischen Absichten der USA abzugrenzen. Kurz, nicht Russland ist in der Ukraine-Krise schuld, sondern die EU. So Helmut Schmidt. Denke ich auch. Denken Sie nochmal daran, eben wie die NATO sich erweitert hat, was eigentlich nicht vorgesehen war und nicht in Absprache war mit Russland. Die ganzen baltischen Länder, Polen, alle Länder praktisch drumherum traten der NATO bei. Dass das auch Ängste bei den Russen auslöst und Aggression, sollte man darüber nachdenken. Dann Cik Brzezinski, ich sage den Vornamen Cik nur als Kurzfassung, ist einer der langjährigen obersten Berater in Washington. Er hat ein Buch geschrieben. Titel: Die einzige Weltmacht, und darunter Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Der Vorherrschaft. Vorherrschaft bedeutet Vorherrschaft über die Welt. Wollen wir das eigentlich? Er ist einer der wichtigsten Sicherheitsberater der USA, der neueren US-Geschichte übrigens. Dann geht es weiter. George Friedman legte am 3. Februar 2015 im Chicago Council die grundlegende Strategie der USA offen, beziehungsweise das, was er dafür hält. Er ist auch einer der ganz wesentlichen Berater im militärischen Bereich als auch im Bereich der Industrien, der immer wieder auftritt und öffentlich Auftritt hat. In seiner Rede sagt George Friedman klipp und klar: Uns als Deutscher traut man im ersten Moment seinen Ohren nicht. Dass seit inzwischen rund 100 Jahren das primäre geostrategische Interesse der USA ist, zu verhindern, dass Deutschland und Russland wirtschaftlich und politisch einen gemeinsamen Block bilden, weil nur diese beiden Staaten zusammen in der Lage wären, den USA ihre globale Vormachtstellung streitig zu machen. Sie haben richtig gelesen. Deutschland ist seit 100 Jahren die Hälfte des geostrategischen Hauptproblems der USA. So George Friedman. Er hat übrigens Applaus bekommen und das ist bei YouTube irgendwo auch zu sehen, dieses Video. Ist also nicht irgendwo von mir ersponnen oder von dem Verfasser, sondern das hat er gesagt. Und da waren sehr viele wichtige Persönlichkeiten und da hat ihm keiner ein Wort gefallen, gesagt, das ist doch Unsinn oder so. Ich ahne so ein bisschen, wie die in Amerika denken. Wird noch lustiger. Jetzt kommt es aber andersherum. Henry Kissinger über Putin. In einem Interview mit The National Interest, einer amerikanischen Fachzeitschrift für internationale Beziehungen, das am 19. August 2015 veröffentlicht wurde, plädiert Kissinger für eine Entspannungspolitik gegenüber Russland und geht davon aus, dass Putin nach wie vor ein vertrauenswürdiger Verhandlungspartner ist. Kissinger bezweifelt im Interview, dass Putin schon länger die Strategie einer Annexion der Krim und damit anderer Gebiete hatte, und meint, dass der Krim-Anschluss aus Putins Sicht infolge der verfehlten Ukraine-Politik der EU verständlich, wenn auch stark überzogen war. Russlands Beziehung zur Ukraine hätten für Russland stets einen besonderen Charakter und könnten nicht nur nach westlichen Maßstäben gemessen werden.
Im Großen und Ganzen zeigt sich Henry Kissinger, ähnlich wie Helmut Schmidt, als Putin-Versteher. Unter anderem sagt er, wenn wir Russland ernsthaft als Großmacht behandeln wollen, müssen wir zu einem frühen Zeitpunkt festlegen, inwiefern Russlands Sorgen in Einklang gebracht werden können mit unseren Erfordernissen und unseren Erfordernissen, denen der USA und der NATO. Sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, wenn man Frieden will. Oder will man Krieg? Bin mir da gar nicht so sicher. Wir sind manches Mal haarscharf dann vorbeigeschraubt. Diese ganzen NATO-Manöver haben zur großen Beunruhigung in Russland geführt. Das wird hier nur nicht groß gemeldet oder nur nebenbei erwähnt. Eigentlich gebietet es schon allein der gesunde Menschenverstand, dass man den neuen Konflikt zwischen Russland und den USA auch daraufhin untersucht, ob es sich letztlich gar nicht um ein lokales, europäisches Problem handelt, sondern in Wahrheit um einen Konflikt im Rahmen des globalen Vorherrschaftsanspruchs der USA. Dieser gesunde Menschenverstand wird im Falle der möglichen Strategie der USA jedoch in der öffentlichen Debatte in Deutschland und anderswo in Mitteleuropa praktisch komplett abgeschaltet. Das heißt, eine entsprechende Debatte findet schlicht und einfach nicht statt. Redefreiheit besteht also durchaus, aber im Prinzip hört keiner zu. Wir schon, denke ich mal. Die Redefreiheit versinkt hier gewissermaßen lautlos im allgegenwärtigen Morast einer plärrenden und besserwisserischen Mediengesellschaft. Stimmt. Nochmals, die Frage, was Putin will, wird in Zukunft wieder und wieder auftauchen. Es sei denn, wir fangen an, endlich an, eine Antwort auf die Frage zu finden, was die USA wirklich wollen. Und nun zum Schluss noch. Unsere Verantwortung als demokratische Bürger, als die wir uns sozusagen bei jeder Anti-Nazi-Demo die Kehle aus dem Hals schreien, liegt, beinahe hätten wir es vergessen, auch darin, dafür zu sorgen, dass unsere Herren und Frauen Politiker gar nicht erst in eine Situation geraten, in der ihre fehlerhafte Risikoabschätzung selbst zum Risiko wird. Wir brauchen also eine öffentliche Debatte über das, was Putin will und was die USA wollen. Und diese Debatte muss so nachhaltig sein, dass wir Deutschen und Europäer schlussendlich erkennen, was wir selbst wollen. Und das müssen wir dann klar und deutlich und laut genug sagen, damit es auch jene hören, auf die es ankommt, wenn der Spitz auf Knopf steht oder anders ausgedrückt, wenn ein Krieg kurz bevorsteht, der uns alle vernichten würde. Und ich schließe damit erstmal dieses Buch, gebe aber noch ein paar Hinweise. Es gibt noch ein weiteres Buch, das ich auch mit großem Interesse gelesen habe, das ich aber nicht im Einzelnen vorstellen möchte. Die Putin-Interviews, die vollständigen Abschriften. Und zwar hat ein amerikanischer Journalist 5 Putin-Interviews geführt, länger dauernde, die auch gefilmt. Und dort kam Putin zu allen Themen, er hat ihn auch sehr harte Fragen gestellt, zu allen Themen zu Worte. Da muss ich sagen, ich war erstaunt. Putin ist studierter Jurist, das wusste ich auch nicht. Er ist ein ganz klarer Denker, kein Hassredner. Er hat so vernünftig, auch zu schwierigen Themen, so zurückhaltend und solide geantwortet, wie ich noch keinen europäischen und amerikanischen Politiker habe reden hören. Jede Sache saß hundertprozentig, war nachprüfbar, war verständlich und warb letztlich sogar um Frieden. Und wir hören auf das Geplärre der Vereinigten Staaten, die immer noch träumen von ihrer Vorherrschaft, die sie sowieso bald abgeben müssen. Und unsere wirtschaftliche werden wir auch alle bald abgeben müssen, wenn wir nicht endlich vernünftig werden. Dankeschön fürs Zuhören.